Dann möchte ich euch alle recht herzlich begrüßen anlässlich der DG Challenge League Runde 14 gegen den FC Wiel. Kurz zwei Informationen bezüglich Kader. Einerseits Besar Bayrami wechselt diesen Winter definitiv zum USV Eschemuren in der ersten Liga Classic. Seinen Vertrag, weil er noch bis im Sommer 2022 gültig war, hat man im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst, per Ende Jahr. Aber der Bayrami wird noch bis zum Ende der Vorrunde weiter mit uns weiter trainieren können. Zweite Information bezüglich Simon Lüchinger. Ist Captain der Liechtensteiner U21-Nationalmannschaft, hat bei uns vergangene Saison in der zweiten Mannschaft geschuttet und hat dann letzten Sommer oder diesen Sommer in die amerikanische College Football League gewechselt. Er wird bis zur Winterpause mit der ersten Mannschaft vom FC Vaduz mittrainieren. Dann zu der personellen Situation zum Spiel. Gesperrt ist niemand. Verletzt ist Antoniazzi, Di Giusto, Ibrisimovic und Wieser. Fraglich haben wir auch niemand. Krank ist der Saglam. Und gefördert ist Gasser, Obexer, Schmid, Simani und Ulrich. Gut, Mario. Ihr habt wegen der Länderspielpause zwei Wochen kein Meisterschaftsspiel mehr gehabt, aber in Zürich konnte ein gutes Testspiel gegen den Grasshoppers Club Zürich absolvieren. Wo war der Trainingsschwerpunkt in den letzten zwei Wochen? Das ist interessant, immer nach der Nazi-Pause komme ich die Frage gestellt. Aber bei uns läuft es immer ein im gleichen Rahmen ab. Das heisst, wir haben unsere Spielprinzipien und aufgrund von diesen Spielprinzipien richten wir noch Trainingsinhalt. Das heisst, sowohl offensiv und defensiv haben wir unsere Inhalte probiert reinzubringen. Es ist immer gut, wenn man fast 10 Tage Zeit hat, zum gescheit trainieren, wo nicht zu viele Spiele sind. Das Testspiel war so lala, es war nicht sehr gut, wir haben ja verloren 3-1. Obwohl wir immer wieder gute Ansätze gezeigt haben, aber wir waren vor allem in der ersten Halbzeit schon klar unterlegen gewesen. Also jetzt haben wir sehr noch Luft nach oben. Ich sage jetzt aber gerade, diese Trainingswoche stimmt mich sehr positiv auf das morgige Spiel, weil wir doch sehr, sehr viel Intensität hineinkommen, die Spieler brennen vor Einsatzbereitschaft und es stimmt mir alles zuversichtlich, dass wir morgen einen sehr guten Match abliefern. Joel, du bist letzten Sommer von der U21 vom BSC Young Boys zu uns geschossen und hast auch bereits einige Minuten sammeln können. Im letzten Meisterschaftsspiel gegen den FC Thun waren es bereits 30 Minuten gewesen. Langsam merkt man, dass du mehr und mehr zu mehr Spielminuten kommst. Jetzt bist du also seit einigen Wochen wohnhaft in der Region und nicht mehr in Bern. Wie hast du dich beim FC Vaduz eingelebt und wie ist das Leben weg von daheim, vom Umfeld? Ja, sehr gut. Also das Team hat mich sehr gut aufgenommen hier in Vaduz. Denke, der Staff ist sehr gut, das ganze Team. Aber wie ich schon gesagt habe, hat mich super aufgenommen. Habe mich super einleben. Jetzt bin ich auch froh, kann ich hier in der Nähe wohnen. Ich denke, es ist sicher auch von Vorteil, wenn man ja, einen festen Bestandteil und ein sogenanntes Zuhause hat. Ja, ich habe natürlich täglich Kontakt mit meiner Familie zu Bern. Aber ich glaube, ich habe super Unterstützung schon von Tag 1 von ihnen. Und ja, sie können mich auch hier unterstützen und von dem her, ja, bin mega glücklich hier. Cool. Dann. Mario Winter, Joel da, ein Indiz dafür, dass er morgen vielleicht zu ihr von Anfang an? Könnte man meinen, ja, das habe ich auch gesehen, als wir ausgewählt haben. Es ist eigentlich immer so gewesen, dass die der PK teilgenommen haben, dass die noch von Anfang an gespielt haben. Das möchte ich aber jetzt noch nicht verraten. Es ist eher so, dass er auf einem sehr guten Weg ist, hat dazu immer mehr Spielminuten bekommen. Er hat sehr einen Moment gebraucht, bis er sich angepasst hat, die zwei Liga-Unterschiede, die zur ersten Liga Classic, zur Challenge League sind, gerade auch zu einer Spitzenmannschaft. Aber er hat eine hervorragende Anlage und wird definitiv seinen Weg machen bei uns. Eine Frage zum Gegner, mit neuem Trainer. Ist ja auch nichts Neues, oder dass wir immer wieder gegen Mannschaften spielen mit neuen Trainer. Aber hast du das Gefühl, dass es irgendetwas verändert in der Wieler Mannschaft, wie erwartet sie? Es ist extrem schwierig und es ist schon lustig, dass es die letzten Jahre immer wieder uns trifft, dass der Trainerwechsel genau für unseren Match stattfindet. Wir probieren einfach unser Spiel durchzuziehen. Wir wissen ungefähr, vermuten wir, was auf uns zukommt. Aber schlussendlich wollen wir das erste Mal erfahren, wenn der wieder abpfiff ist, wie sie sich aufstellen. Und, aber nochmal, es ist wichtiger, wenn wir uns präsentieren, dass wir gleich probieren, dominant zu sein. Sagen, dass wir eigentlich sehr guter Form sind. Ich glaube, aus den letzten 9 Spielen sind wir die beste Mannschaft und das möchten wir auf gleich auf den Platz bringen.
Wie wichtig ist auch der Einstieg nach den zwei Wochen Pausen wieder, dass man das mal gleich wieder erfolgreich weitergeht, das letzte Spiel jetzt bis zum Winter? Ja, das ist auch die Vorgabe für uns. Es sind jetzt noch 5 Spiele. Und wir haben schon eine gewisse Anzahl Punkte, die wir uns vorstellen, die wir noch holen werden bis Weihnachten. Und möchten natürlich auf dem Weg, wo wir jetzt sind, aus den letzten 4 Spielen, haben wir 10 Punkte geholt, machen natürlich gleich wieder gut starten. Und wie ich vorher schon gesehen habe, die Trainingswoche stimmt mich sehr positiv. Und dann freue ich mich auf den Match. Wie grundsätzlich der Gegner Biel? Qualität oder Schwäche von dem Gegner? Ja, ein schwieriger Start gehabt. Mit dem Spiel gegen uns, wo sie eigentlich niemals dürften verlieren, sind in der Nachspielzeit noch 2 Goal überkommen. Aber sie haben sich jetzt schon gefangen, in den letzten 3 Spielen haben sie 7 Punkte geholt. Offensiv sehr stark mit dem Silvio, der Bell sehr gut hebt, sehr kopfballstark ist, extrem erfahren. Dann haben sie rechts und links Flügel, die sehr trickreich sind, sehr dribbelstark mit Lucken Biel und Balul. Sehr schussstark und torgefährlich. Also, wir werden sehr gefordert und es ist auch immer so in der Challenge League, wenn du denkst, du kannst ein paar Prozent weniger bringen, dann wird es einfach gefährlich, sind wir auch nie wieder angemacht. Wie schmerzhaft ist der Ausfall von Di Giusto? Ja, schon schmerzhaft. Er ist eines der grössten Schweizer Talente auf U21 Basis und darum fällt er sehr schwer, aber es sind ja 2 Monate und jetzt wollen die anderen Presse springen wie Djokic. Und ja, das ist jetzt seine Chance und jetzt kann man sich unter Beweis stellen. Und ist der Joel auch eine Alternative vorne oder siehst du ihn noch mehr auf den Seiten? Der Joel ist sehr polyvalent einsetzbar. Also er kann 8er spielen, 10er spielen, Flügel spielen, hängende Spitze spielen. Also er hat sehr viele Möglichkeiten. Ja. Aber es wäre vielleicht interessant, wo er sich sieht. Ja, ich will sagen, ja, wo siehst du ihn selber bleibst. Ja, die Frage ist mir schon mehrmals gestellt worden. Ich kann es ehrlich gesagt auch nicht beantworten. Also ich fühle mich eigentlich am wohlsten, fühle mich im Zentrum. Aber jetzt, je nachdem, nach dem System, eben auch auf dem Flügel, bin ich gut einsetzbar, weil ich sehr beidfüßig bin. Also ich denke, ob ich jetzt links oder rechts spiele, ja, spielt für mich nicht so eine grosse Rolle. Also nein, aber ich würde auch schon sagen, im Zentrum fühle ich mich am wohlsten. Wie sehr brennst du darauf, dass du nicht mehr von Beginn an spielst in der Liga? Ja, natürlich sehr gross. Also ich probiere mich natürlich täglich im Training zu zeigen und mit ja, zu zeigen, für dass ich eben mal die Chance bekomme von Anfang an. Wie vorhin der Angelo gesagt hat, habe ich schon ein bisschen mehr Einsatzzeit bekommen. Und ich denke, das war schon der Plan. Und natürlich braucht man als junger Spieler auch Geduld. Aber die habe ich. Und trotz allem bin ich natürlich mega drauf, dass ich jetzt immer mehr spielen kann. Und ja, hier meinen Platz kann erobern als Stammspieler. Ja. Frage von Mario zu Biel. Warum tut ihr euch gegen Biel eigentlich immer schwer im letzten Spiel? Es war immer knapp jetzt wieder. Die Saison davor, wenn man zurückgeht, ist 2-1, war ja auch ganz spät. Genau, der Nachspielzeit ist 2-1. Jetzt ist das erste Spiel in der Saison sehr spät. Ja, was ist da das Problem, sag ich mal, die ersten 80 Minuten? Also die Bilanz ist eigentlich sehr positiv. Die letzten 4 Spiele haben wir gewonnen gegen sie. Ist, auf der anderen Seite ist es so, dass es ein Derby ist. Dass sehr viele Spieler auch auf ihrer Seite sehr motiviert sind gegen uns. Alle, vor allem natürlich der Captain von ihnen. Und ja, es ist eine gute Mannschaft, es ist eine junge Mannschaft, sehr junge Mannschaft mit vielen U21-Spielern, die natürlich extrem motiviert sind gegen uns und ja, es ist gegen niemanden ein Selbstläufer. Und speziell gegen Wiel, da haben wir uns, ja, schon schwierig, ist schon so, weil sie einfach so aggressiv sind, weil sie spielerisch sehr gut sind und weil sie ja nicht weit weg sind von uns. Ist es nicht spät, Mutti? Nein. Okay. Nein. Ich glaube, dort hat er schon darauf acht gegeben, dass er gegen uns spielt. Ja, vielleicht noch kurz weg mit Simon Lichinger, den man vorhin angesprochen hat, wie es vielleicht dazu kam, dass er bei euch trainiert hat. Klar, er hat jetzt mal die Ferien in den USA, aber ist dort überlegt, dass man dann vielleicht einmal im Training sehen im ersten Mal? Ganz genau. Wir möchten einmal im Training anschauen, über eine längere Zeit. Wir kennen natürlich schon sehr gut. Aber es bietet sich auch da an. Wir möchten auch Liechtensteiner Fußballer immer wieder eine Chance geben, der grösste Talent, um sich auch bei uns auf unserer Stufe unter Beweis zu stellen. Und das ist eigentlich der Hintergrund. Und gerade weil er jetzt trocken ist aus der USA, bietet sich es auch da an. Gut. Angelo, ich habe eine Frage. Aufgrund der steigenden Fallzahlen, gibt es irgendetwas, was sich so ändert? Nein, bei uns gibt es keine Änderungen. Wir nehmen noch maximal 1000 Zuschauer. Die Sitze sind auch wieder abgeklebt, wie es sein sollte.
Und von dem her wird sich nichts ändern in naher Zukunft. Als der Pflicht oder irgend so etwas? Gern nicht. Also wie bis dahin, genau. Gut, dann möchte ich euch zwei danken für eure Zeit und gutes Abschlusstraining. Danke.